Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Müller, FDP, Freie Demokraten. Bitte. Siebeneinhalb, ne? Also. Bisschen flexibel, ja. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man den Rednern der Koalitionsfraktionen zugehört hat, dann scheint ja alles in Butter zu sein. Fakt ist nur, wenn man mit den Leuten draußen redet, hört sich das irgendwie anders an. Ob es bei der Polizei ist, ob es beim Sport ist, überall kommt da im Moment Kritik. Und dann bin ich schon einigermaßen verwundert, wenn man hier sagt, es war nie so gut wie heute und alles ist besser und mehr. Das haben wir letztes Jahr auch schon gehört. Ich würde anregen, ab und zu mal die Haushaltsreden neu zu schreiben und auszutauschen. Ich habe mal geschaut, was letztes Jahr kam. Da war es auch doppelt so viel und doppelt so viel. Alles okay. Wenn es doppelt so viel letztes Jahr war, ist komisch, dass es heute immer noch doppelt so viel ist. Dann hat es ja nicht erhöht. Insofern das nur als Hinweis. Ich glaube, dass der Bereich der Innenpolitik ist im Moment relativ schwierig. Wenn wir das letzte Jahr sehen, mit all den Ereignissen, wir hatten keine Sommerpause im Bereich der Innenpolitik, weil die Krisen sich gehäuft haben. Der Landespolizeipräsident hat seinen Rücktritt eingereicht nach einer relativ ungeschickten Aktion, an der Stelle auch des Innenministers. Es ist immer noch die Debatte im Bereich der Polizei zum Thema Rechtsextremismus, der viele Beamtinnen und Beamte extrem verunsichert, was man an der Stelle auch mal ansprechen muss. Und da ist nicht geholfen, wenn man wie jetzt im Bereich des Dannenröders Forst seitens der regierungstragenden Fraktionen nicht in der Lage ist, eine offensive Rückendeckung für die Polizei auszusprechen, meine Damen und Herren, sondern nur Polizei und Demonstranten gleichermaßen zur Gewaltfreiheit aufzurufen. Das alleine reicht nicht aus. Das ist nicht das, was die Beamtinnen und Beamten an der Stelle brauchen. Und deswegen, glaube ich, machen Sie es zu einfach, wenn Sie sagen, wir geben überall mehr Geld und deswegen ist alles gut. Wir haben eine enorme Belastungssituation durch Corona. Dazu habe ich jetzt auch kein einziges Wort wirklich gehört. Die Beamtinnen und Beamten stehen seit Anfang des Jahres unter einer extremen Belastung. Und das muss man an der Stelle auch betonen. Die Zahl der Querdenker-Demonstrationen nimmt zu. Das, was jetzt am Wochenende in Frankfurt zu erwarten ist, stellt ebenfalls riesige Herausforderungen dar. Und all dem muss man entsprechend auch vorbauen. Deswegen sind die Mehreinstellungen von Polizeibeamtinnen und Beamten nur das, was am mindesten nötig ist. Wir sehen doch an der weiterhin steigenden Zahl an Überstunden, dass das nicht mal annähernd ausreicht. Wir sehen nur deswegen davon ab, weitere zusätzliche Stellen zu beantragen, weil es schon jetzt kaum gelingt, die notwendigen Stellen zu besetzen, weil wir hohe Abbrecherquoten haben, weil wir gut qualifiziertes Personal schon gar nicht mehr kriegen. Das ist die Herausforderung. Und da erwarte ich, und das haben wir auch letztes Jahr schon diskutiert, auch mal Ideen und Vorschläge der Landesregierung, wie man die Attraktivität nicht nur des Polizeiberufs, sondern des öffentlichen Dienstes im Allgemeinen verbessert und stärkt. Das wäre mal eine Aufgabe, der man sich annehmen könnte. Wenn ich dann sehe, was im vergangenen Jahr passiert ist im Bereich Gewalt gegen Polizei, ob es der Opernplatz war, ob es Dietzenbach war, ob es jetzt im Herrenwald, im Dannenröder Forst war, überall zunehmend Ausschreitungen. Ob es jetzt die Demonstration kürzlich in Frankfurt war, im Rahmen der Querdenker-Demo, wo wieder Auseinandersetzungen waren, wo Wasserwerfer eingesetzt werden mussten. Meine Damen und Herren, wir müssen doch hier was tun. Und da reicht es nicht aus, wenn wir immer nur eine Strafschärfung fordern. Das ist nicht genug. Wir haben als Freie Demokraten eine Zwei-Säulen-Strategie, ein Konzept vorgelegt, wie wir diese Maßnahmen schnell und konsequent ahnden können. Das ist gar nicht so teuer. Wir wollen im nächsten Jahr an einem Standort mit zusätzlichen, bei einem Polizeipräsidium, wir schlagen vor in Frankfurt, zusätzliche vier Stellen einrichten, die sich genau um diese Fragestellungen kümmern. Und einen zusätzlichen Staatsanwalt, der sich genau in Frankfurt um dieses Verfahren kümmert, damit wir endlich mal dazu kommen, dass, wenn auf dem Opernplatz Ausschreitungen stattfinden, es nicht Monate dauert, bis dann die Konsequenz folgt, sondern dass sich Leute bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft unmittelbar damit beschäftigen können und dann auch die Konsequenz auf dem Fuße folgt. Ich glaube, das ist wichtiger als die Frage der Strafverschärfung, weil dahin kommen wir meistens erst gar nicht, dass eine Strafe ausgesprochen wird. Und wenn man die Gesamtbelastung sieht, die Gefahren auch, das muss man sich in Corona ja immer mal vor Augen führen, häusliche Gewalt, reden wir alle, nimmt zu. Wer wird denn da gerufen? Auch die Polizei. Die muss dann auch in die Wohnungen rein. Die hat direkten, unmittelbaren Kontakt. Und diese Belastungen sind erheblich. Die Sorge davor, sich anzustecken. So, und da ist die Frage der Schutzausrüstung die eine, aber da ist auch die Frage der Würdigung dieser Arbeit.
die andere. Und da fehlt mir sozusagen die Rückendeckung. Also ich habe Ihnen, Frau Goldbach, zugehört, aber im Fokus stand bei Ihnen das Thema Rechtsextremismus. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist bei mir auch ein wesentlicher Punkt, den wir im Haushalt auch berücksichtigt sehen wollen. Aber gar nichts zu den anderen polizeirelevanten Gebieten zu sagen, nichts zu den Vereinen zu sagen, nichts zum Katastrophenschutz zu sagen, ist in Zeiten von Corona nicht akzeptabel. Jetzt können Sie sagen, das haben wir ja alles ausgegliedert in den Schuldenfonds oder Sondervermögen, wie Sie es nennen. Aber das zeigt genau das Dilemma dieses Schuldenfonds übrigens, dass große Teile dessen, was im Innenbereich auch an Relevanz haben, mittlerweile gar nicht mehr im Haushalt zu finden sind. Das haben Sie ausgegliedert. Die spannende Frage ist, ob wir es diskutieren. Ich glaube, wir sollten es diskutieren und auch hier ansprechen. Aber das geht zum Beispiel auch in den Bereich der Kommunen. Die ganzen Kosten, die dort anfallen, weil Gewerbesteuereinnahmen und anderes wegbrechen, die werden dadurch ersetzt. Und das alles spielt leider nicht mehr in unserem Haushalt die Rolle. Ich will aber dazu kommen, und das ist auch eine spannende Frage. Wir haben den Antrag, den diskutieren wir morgen. Ist das haushaltsrelevant oder bezahlt man das aus dem Sondervermögen Schuldenfonds? Ich glaube, dass sich die Polizeibeamtinnen und Beamten mit ihrem Einsatz in diesem Jahr, mit den vielen zusätzlichen Überstunden, die sie gemacht haben, die allerdings allesamt steuerlich erheblich abgegolten werden, wenn sie ausgezahlt werden, da wird man nämlich ständig kräftig bezahlen müssen. Ich glaube, dass deswegen angebracht wäre, eben eine Corona-Sonderprämie an die Polizeibeamtinnen und Beamten auszubezahlen. Wir haben dort einen konkreten Vorschlag gemacht. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, weil wir morgen dort im Rahmen unseres aktuellen Setzpunktes noch einmal Stellung beziehen werden. Aber auch das ist haushaltsrelevant und ich glaube, dafür sollten wir auch entsprechend Gelder bereitstellen. Das sollte uns die Arbeit wert sein. Ich will zum Thema Verfassungsschutz kommen und Rechtsextremismus kommen, weil ich glaube, dass hier auch eine wichtige Aufgabe liegt. Hier müssen wir die Einrichtungen, die sich damit beschäftigen, gut ausstatten. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, bei allem Fokus, den der Rechtsextremismus im Moment hat, uns allein darauf zu konzentrieren. Ich bin guter Dinge, dass der Verfassungsschutz das auch im Blick hat. Wir dürfen aber auch den Linksextremismus und den Islamismus nicht aus dem Blickfeld verlieren. Und gerade in Zeiten von Corona ist auch das Thema Cyberabwehr von anderen Staaten, Angriffe auf Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen nicht zu vernachlässigen. Wir müssen all diese Punkte des Extremismus und all diese Bereiche intensiv im Fokus haben. Und deswegen ist die Personalausstattung beim Landesamt für Verfassungsschutz auch gut. Leider sind immer noch nicht alle Stellen wirklich besetzt, Frau Goldbach, obwohl wir die schon vor über einem Jahr bereitgestellt hatten. Und neue gibt es nicht. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir uns hier weiter intensiv damit beschäftigen. Denn auch das ist wichtig, um zu zeigen, dass der Rechtsstaat wehrhaft sein muss. Ich will dann noch zu den Vereinen kommen, weil das hat mich eben schon ein bisschen geärgert, zu sagen, das ist alles gut und die haben so viel Geld wie nie. Die Vereine stehen gerade vor Problemen wie nie, Herr Bauer. Ich weiß nicht, ob Sie das nicht mitbekommen haben. Vielleicht hat es Herr Hofmeister aus der Diskussion mit dem Landessportbund von vorgestern nicht berichtet. Aber die Vereine machen sich gerade immense Sorgen, weil der komplette Trainingsbetrieb stillsteht. Weil auch die Fußballvereine, die so gelobt wurden, draußen keinen Sport treiben dürfen. Und zwar seit Wochen nicht. Und dann loben Sie die Arbeit derer, die Sie gerade gar nicht machen dürfen, weil Sie es verboten haben, ohne dass wir das hier wirklich diskutiert hätten. Und das, muss ich sagen, ärgert mich dann schon, weil die Vereine haben gerade unheimlich damit zu kämpfen, mit Mitgliederverlusten. Unser konkreter Vorschlag ist, und den haben wir auch gemacht, dass wir da flexible Lösungen machen müssen. Es ist nicht erklärbar, warum jemand im Freien in kleinen Gruppen keinen Sport treiben darf. Das ist für uns nicht erklärbar. So, und das ist unser Vorschlag. Und was sagt Kollege Müller, denkst du an die Zeit? Ich habe die Zeit im Blick, mit meiner Fraktion aber vorher gesprochen, dass ich zur Not auch überziehen darf. Das ist der konkrete Vorschlag. Was sagen Sie dazu? Machen Sie das mit, Herr Frömmrich? Ja, natürlich. Das haben wir. Ja. Ja, wir dürfen leider keine Verordnungen machen. Und die Verordnungen, die wir gerne nach 4 Wochen auch mal aufheben würden, das blockieren Sie, weil Sie einen anderslautenden Gesetzentwurf vorgelegt haben. Und Sie haben noch nicht mal Lust und Laune und den Mut gehabt, Ihren Gesetzentwurf in einer Anhörung zu begleiten. Deswegen sollten Sie jetzt lieber ruhig sein und zuhören, meine Damen und Herren. Ich möchte dann noch mal zum Thema Kommunen. Ja, Luftanteilen ist auch gut, aber nicht zu lange. Ich möchte noch gern zum öffentlichen Dienst kommen, weil ich glaube, im öffentlichen Dienst ist eins noch nicht angesprochen worden. Wir haben hier die laufende Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel zum Thema Besoldung und Verfassungskonformität der Besoldung. Und wenn wir zum Haushalt reden, dann sollten wir auch das Thema hier zumindest kurz ansprechen, weil dieses Urteil wird in Kürze kommen. Und es ist zu erwarten, dass hier erhebliche zusätzliche Belastungen auf das Land Hessen zukommen, weil die Beamtenbesoldung
durch die Nullrunde und die 1%-Erhöhung und die Beihilferegelung, die getroffen wurde, dermaßen nach unten gedrückt wurde, dass erhebliche Risiken bestehen, dass das Land Hessen hier jetzt deutlich nachbessern muss. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, was das für eine Auswirkung auf die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Hessen hat. Wenn die festgestellt bekommen nachher, dass das Land Hessen sie jedenfalls an der untersten Grenze gehalten hat, möglicherweise sogar darunter. Das ist dann Ihre Politik und das haben Sie dann auch zu verantworten. Und ich glaube, das war nicht sehr geschickt, wie Sie das in den vergangenen Jahren seit 2015 angegangen haben. Ich glaube, dass wir hier an vielen Stellen im kommenden Jahr noch ein blaues Wunder erleben werden. Ich weiß, dass der Deutsche Beamtenbund an dem Thema auch intensiv dran ist. Ich will es damit belassen. Das nächste Haushaltsjahr wird ein spannendes. Es ist nicht alles so rosig, wie Sie es dargestellt haben. Im Gegenteil, wir haben wahrscheinlich auch im nächsten Jahr spannende innenpolitische Debatten vor uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Müller. Jetzt kommt der Kollege Hermann Schaus, Fraktion Die Linke. 5 Minuten, so angemeldet, Hermann. Ja. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier im Landtag schon sehr viel innenpolitische Debatten geführt und wir werden auch noch weiter innenpolitische Debatten führen. Deswegen will ich mich heute schwerpunktmäßig mit dem Haushalt auseinandersetzen. In den zurückliegenden Jahren haben wir erlebt, dass vom Innenminister Geld vor allem bei seinen Lieblingsprojekten verteilt wurde, beim Verfassungsschutz und vor allem im eigenen Haus wurde gefördert und eingestellt, dass die Schwarte nur so kracht. Demgegenüber standen unzureichende Mittel bei den Kommunen, die weiteren Gebührenerhöhungen, z.B. für die Bürgerinnen und Bürger, auslösen. Ich nenne an dieser Stelle nur die Straßenausbaubeiträge. Jetzt rächt sich in der Corona-Pandemie, dass die Kommunen, kommunalen Behörden schon seit Jahren unterfinanziert sind und aus der Not heraus Personal, insbesondere in den klassischen Verwaltungsbereichen, abbauen mussten. Und Herr Bauer, insofern haben Sie recht. Ja, es gab noch nie mehr Geld. Mehrausgaben von etwa 300 Millionen in jedem Jahr im Landeshaushalt seit 2018 waren möglich. Aber wie gesagt, die von uns immer wieder beantragten 60 Millionen für den Ausgleich bei den Straßenausbaubeiträgen ist immer noch nicht drin, obwohl viele andere Länder diesen Schritt längst gegangen sind. Nein, meine Damen und Herren, das stimmt, was nicht in der Bilanz des Innenministers, meine ich. Wir fordern deshalb erneut, schaffen Sie, wie zum Beispiel in Bayern und Thüringen, die ungerechten Straßenbeiträge endlich ab. Das ist möglich und finanzierbar und wird von uns auch erneut beantragt werden. Generell muss man feststellen, dass Herr Beuth mit all dem Geld aber weder Ruhe noch Ordnung, aber auch nicht mehr Zufriedenheit in den eigenen Laden gekriegt hat. Günter Rudolph hat bereits darauf hingewiesen und das sehr ausführlich dargestellt. Deswegen will ich mich an der Stelle kurz fassen. Aber nach über 2 Jahren liegen zum NSU 2.0-Skandal immer noch keine Ermittlungsergebnisse vor. Und das werden wir weiter thematisieren, weil, wie ich das an anderer Stelle schon gesagt habe, Herr Minister, dieser Fall ist mit Ihrer Person so etwas von verbunden, dass Sie da nicht mehr rauskommen. Tausende Polizeibeamte werden seit Anfang Oktober für einen längst überholten und ökologisch unsinnigen Autobahnausbau durch den Dannenröder Forst gebunden, während diese Beamten vor Ort fehlen und Corona-Leugner, Neonazis und AfD-Anhänger gemeinsam, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, ohne Maske durch die Städte marschieren können. Und ich will an dieser Stelle, weil mich das schon sehr beeindruckt hat, auch noch einmal darauf hinweisen, dass sozusagen die unkritische Haltung der Grünen
und das ist ja in der Rede der Kollegin Goldbach deutlich geworden, in den 7 Regierungsjahren im Hinblick auf den Verfassungsschutz mich doch immer wieder aufs Neue erstaunt. Ja, also die Entwicklung der Grünen in ihrer Haltung sozusagen bis hin zur kritiklosen Übernahme all der Vorgaben, die aus dieser merkwürdigen Behörde kommen, ist schon erstaunlich und bleibt erstaunlich und kann nur sozusagen mit der Regierungsarbeit verbunden sein. Und ich will auch noch einmal sagen, Frau Goldbach, weil da ist mir wirklich der Atem gestockt, weil Sie, und vielleicht kann man das noch einmal klären, und es bleibt nicht so stehen, wie ich das verstanden habe, in einem Atemzug sozusagen Demonstrantinnen und Demonstranten von Rechten, Neonazis und Klimaaktivisten genannt haben. In einem Satz, so ist es bei mir angekommen, Sie widersprechen dem, das finde ich gut und wichtig, das muss auch noch einmal klargestellt werden. Ich will das auch noch einmal nachlesen, weil ich konnte mir schlichtweg nicht vorstellen, dass eine Gleichsetzung in dieser Art und Weise von Ihnen vorgenommen wird. Und insofern ist es gut, wenn Sie dem widersprechen. Wir wollen endlich einen Wechsel in der Innenpolitik, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass statt der Stärkung des Wasserkopfs im Ministerium eine ordentliche und gute Bezahlung und Arbeitsbedingungen in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes erfolgen. Und dazu gehört auch endlich ein voller Personalausgleich bei einer Reduzierung auf echte 40 Stunden in der Woche bei den Beamtinnen und Beamten und dass die vor Jahren vorgenommene Kürzung bei der Beihilfe durch die Landesregierung zurückgenommen wird. Und in dieser Weise werden wir auch Anträge stellen. Wir fordern weiter mehr qualifiziertes Personal, gerade in den Gesundheitsämtern, um alle die dort anfallenden vielen ständigen Aufgaben, und das ist mehr als Corona, da wird an anderer Stelle viel vernachlässigt im Moment, auch tatsächlich im vollen Umfang erfüllt werden können. Kollege Schaus, Sie denken an die Zeit. Dankeschön, Herr Präsident. Hessen ist seit vielen Jahren ein Hotspot für Rechtsterror und rechte Hetze. Daraus weisen wir seit vielen Jahren hin. Hier fordern wir weiterhin mehr Mittel für Prävention und endlich eine angemessene Unterstützung der Opfer. Auch um den Ausbau der Sportstätten, Sportplätze und Schwimmbäder ist es in Hessen schlecht bestellt. Ja, es gibt da Zuschussprogramme, die aber nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellen. Wir wollen deshalb diese Programme erheblich aufstocken, Herr Bauer. Und insofern finde ich auch, das ist schon, da bin ich ganz beim Kollegen Müller, dass Sie offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen, welche Probleme die hessischen Sportvereine und Verbände derzeit haben. Und insofern finde ich auch, muss man darüber nachdenken, inwieweit ein unsinniges Verbot eines Trainingsbetriebs für Kinder nicht gelockert werden muss und kann. Es ist nicht vermittelbar, dass in der Schule Sport getrieben wird, aber im Verein zur gleichen Zeit sozusagen alles stillsteht. Darüber muss schnellstens und schleunigst diskutiert werden. Mit unseren Änderungsanträgen, meine Damen und Herren, wollen wir deutlich andere Akzente in der Innenpolitik setzen, in der Kommunalpolitik. Zur Asylpolitik wird meine Kollegin Sönmez gleich sprechen und auch in der Sportpolitik. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Kollegin Sönmez, Fraktion DIE LINKE, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das letzte Jahr bzw. das, was jetzt gerade am Auslaufen ist, war für uns alle, aber für die migrantische Community in Hessen ein besonders schweres. Am 19. Februar kam es zu dem schrecklichen rassistischen Terroranschlag in Hanau. Die Zunahme der Gefahr von rechts war das ganze Jahr über zu spüren. Der strukturelle und alltägliche Rassismus macht den Hessinnen und Hessen mit Migrationshintergrund das Leben hier in diesem Land weiterhin immer schwerer, meine Damen und Herren. Die Landesregierung muss hier in diesem Bereich mehr tun, um die Betroffenen von Rassismus und rechter Gewalt zu unterstützen und auch zu schützen, meine Damen und Herren.
Zwar hat die Landesregierung kurz nach dem Anschlag in Hanau ein Soforthilfeprogramm für die Hinterbliebenen und Opfer bereitgestellt. Das war mit Sicherheit auch richtig und gut und wichtig. Allerdings muss man jetzt sagen, heute sagen, dass diese Summe nicht ausgereicht hat. Neben der Trauer, dem Schmerz und dem Verlust, den diese Menschen weiterhin erleiden müssen, sind sie jetzt auch noch von Existenzängsten geplagt. Und das kann so nicht bestehen bleiben, meine Damen und Herren. Die 600.000 Euro, die im Sonderförderprogramm Hanau 2020 bereitgestellt werden, dienen nicht, wie teilweise eben der Anschein erweckt wurde, der unmittelbaren Hilfe der Opfer und der Angehörigen. Wir brauchen aber mehr direkte und vor allem schnelle finanzielle Unterstützung für die Angehörigen, aber auch insgesamt einen Fonds für Opfer rassistischer Gewalt. Ich meine, das ist das Mindeste, was wir tun können, damit sich diese Menschen in ihrer Not eben nicht alleine gelassen fühlen und wie Bittsteller dastehen und sich wie Bittsteller fühlen müssen, meine Damen und Herren. Auch für den Umgang mit rassistischer Diskriminierung braucht es mehr Unterstützung vor Ort. Zwar gibt es die hessenweite Beratungsstelle Response und die ADIBA, die Menschen unterstützt, die Opfer von rassistischer Diskriminierung durch Polizei, Vermieter, Arbeitgeber, Nachbarn, Schulen usw. so werden. Für eine effektive und bürgernahe Beratung und Begleitung braucht es aber kommunale Antidiskriminierungsstellen in jedem Landkreis, meine Damen und Herren, die sich eben mit den bestehenden Strukturen dann gegebenenfalls ja auch gerne vernetzen können. Auch in Hessen werden morgen am Tag der Menschenrechte zahlreiche Kundgebungen stattfinden. Die meisten davon befassen sich mit der Situation der Flüchtlinge und der menschenverachtenden Umstände, Lebensumstände, denen diese Menschen eben ausgesetzt sind. Den Todesgefahren auf der Flucht, der verheerenden Situation in den Lagern in Moria, der menschenwürdigen Situation in den Sammellagern weltweit, aber auch hierzulande. Und Hessen kann da eigentlich helfen. Da will ich nur noch einmal auf den Koalitionsvertrag aufmerksam machen. Ein Blick da rein ab und zu täte gut, im Hinblick auf das Landesaufnahmeprogramm zum Beispiel, was die Koalitionspartner ja in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart haben. Und darauf warten wir immer noch, meine Damen und Herren. Man generell muss man festhalten, die Mittel für Flüchtlingsunterbringung und Integration werden gekürzt, während die Ausgaben für Abschiebung und sogenannte freiwillige Ausreisen steigen, meine Damen und Herren. Das kann man sehr schön aus der tabellarischen Übersicht im Einzelplan 08 erkennen. Die Ausgaben für Flüchtlinge und Asylsuchende 2021 und 2020 eben gegenüber gelistet aufstellen. Eine Bemerkung zum Einzelplan 3 fällt mir da ein. Da werden unter Ausgaben für Flüchtlinge subsumiert Stärkung des Polizeivollzugsdienstes, Verstärkung der Wachpolizei, Verstärkung des Verfassungsschutzes. Ich meine, meine Damen und Herren, der Ausbau der Sicherheitsbehörden als flüchtlingspolitische Maßnahmen darzustellen, lässt wirklich tief blicken. Sie sehen also Flüchtlinge in erster Linie als Sicherheitsrisiko und nicht als schutzsuchende Menschen. Wir wollen diesen Menschen aber ein wirkliches Ankommen ermöglichen, ganz im Gegenteil zu manchen anderen Menschen hier drin, sodass sie eben Teil der Gesellschaft werden und sich in diese eben auch einbringen, anstatt Millionenbeträge dafür auszugeben, um sie zur Ausreise in Länder wie Syrien und Afghanistan zu drängen und einen Abschiebeknast zu unterhalten. Auch dazu werden wir natürlich, darüber lässt sich streiten, aber das kann man hier jetzt in diesem Rahmen nicht diskutieren. Eine Gruppe, ich komme dann auch zum Schluss, eine Gruppe von Migrantinnen liegt der Landesregierung allerdings sehr am Herzen, und das sind die Heimatvertriebenen. Unter Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler werden da 800.000 Euro für gerade einmal 50 Personen für den Deutschunterricht ausgegeben. Davon können andere Menschen im Bildungsbereich ja nur träumen, kann man da nur sagen, meine Damen und Herren. Auch die finanzielle Unterstützung von Vertriebenenverbänden müsste noch einmal unter die Lupe genommen werden, weil sogenannte Vertreterinnen und Vertreter eben von Spätaussiedlern und Vertriebenen in den letzten Jahren sehr aufgefallen sind mit völkischen Aussagen und verharmlosenden Aussagen über den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust. Auch da sollte man noch einmal schauen, ob diese Unterstützung und Förderung wirklich gut platziert sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Kollegin Schönmess. Meine Damen und Herren, ich will noch mal darauf hinweisen, wir haben ja Zeiten festgelegt, das sind Richtzeiten, ich will das nur sagen, aber jetzt in dem Fall zum Beispiel, ihr habt es alle zwei überzogen, aber mir ist es egal, ihr könnt gerade machen, was ihr wollt. Ja, das macht ja nichts. Den letzten beißen die Hunde am Schluss dann, das ist klar. Gut. War genug? Ja. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuthen. Ich sage das dann, Jan. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit sind unbestritten groß. Aber dieser Haushalt, dieser Einzelplan bietet ja genau die Voraussetzungen dafür, dass wir auf diese großen Herausforderungen auch angemessen reagieren können. Wir werden unsere konsequente und zielgerichtete Sicherheitspolitik fortführen und dank dieses Haushalts fortführen können. Wir haben insgesamt ein Volumen von über 3 Milliarden Euro. Und damit stehen wir hinter der Bildung und der Wissenschaft an dritter Stelle innerhalb der Einzelpläne des hessischen Haushalts. Wir haben uns dort mit den wichtigen Ressourcen an Personal bei dem Bereich der Polizei, der Feuerwehren, aber vor allen Dingen auch der Verwaltung und der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Beamtinnen und Beamten, haben wir dort entsprechend abzubilden. Und alleine die Personalkosten im Bereich unseres Einzelplanes liegen bei 1,4 Milliarden Euro. Und ich sage Ihnen, sie sind gut angelegt. Die Verwaltung in unserem Lande funktioniert. Die Sicherheit ist gewährleistet durch die Polizei. Und wir haben gerade in diesem Jahr der Pandemie haben wir gesehen, was eine gute Verwaltung zu leisten in der Lage ist, um auf eine solche Herausforderung, die sich uns stellt, angemessen reagieren zu können. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber natürlich ist es so, dass im Bereich des Innenhaushalts der Polizeihaushalt natürlich herausragend ist. Er ist herausragend, weil er eben das Kerngeschäft des Innenbereichs auch beschreibt. Und deswegen ist es auch schön zu wissen, dass wir mit knapp 2 Milliarden, mit 1,85 Milliarden Euro einen historischen Höchststand im Polizeihaushalt haben. Es passt nicht so ganz zu dem, was ich von dem einen oder anderen hier gehört habe. Aber es ist jedenfalls mal so, es entspricht den Tatsachen, die schwarz auf weiß im Haushalt niedergelegt sind. Die Sicherheitspakete sind angesprochen worden. Und wie man hier wirklich wieder besseren Wissens behaupten kann, dass irgendwo Polizei abgebaut worden ist, ist mir unerklärlich. Die Haushalte der letzten Jahre haben einen stetigen Aufwuchs der Stellen. Und zwar nicht nur diejenigen sind ersetzt worden, die altersbedingt ausgeschieden wurden. Wir haben jedes Jahr oben draufgelegt, neue Stellen geschaffen. Meine Damen und Herren, so weist es der Haushalt und die Lebenswirklichkeit aus. Und ich finde, das muss man dann hier auch mal zugeben können, auch wenn man ein Oppositionsabgeordneter ist. Ich finde nämlich, was schwarz auf weiß in den Haushalten niedergelegt ist, sollten den Bürgerinnen und Bürgern wahrheitsgemäß auch vorgetragen werden, meine Damen und Herren. Und auch im Jahr 2021 wird es so sein, dass wir 250 neue Polizeivollzugsstellen, 250 neue Polizeivollzugsstellen geschaffen haben. Wir werden Verwaltungsfachpersonal, weil wir gerade auch im Bereich der Polizei gesehen haben, nicht alles können wir in der heutigen Welt bei den Herausforderungen, die sich uns heute stellen, mit Polizeivollzugsbeamten leisten, sondern wir brauchen dort eben auch spezielles Fachpersonal, zum Beispiel im Bereich der IT. Da drängt es sich am leichtesten auf, aber eben auch in anderen Bereichen. Und auch hier denken wir daran genauso wie an die 40 neuen Stellen bei der Wachpolizei. Meine Damen und Herren, das Thema Qualität und Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen ist hier ebenfalls angesprochen worden. Kollege Bauer hat schon darauf hingewiesen. Wir werden über 400 Stellenhebungen im Haushalt haben. Wir werden über 400 höher bewertete Stellen haben, die eine Unzahl von
von weiteren Beförderungen auslösen werden. Und ich finde, damit kann man sehr schön zum Ausdruck bringen, wir denken an Wertschätzung und an Anerkennung für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Wir geben ihnen die Entwicklungsmöglichkeiten, die sie brauchen. Die Herausforderungen sind groß, habe ich gesagt. Die Schlagworte Extremismus, sie sind hier gefallen, und zwar in alle Richtungen. Und ich finde, wir tun gut daran, dass wir Kollege Müller so betrachten, wie Sie es gesagt haben. Wir dürfen auf keinem Auge blind sein. Wir müssen genau schauen. Es gibt im Moment Herausforderungen, die sich an der einen Stelle vielleicht größer stellen als an der anderen. Aber allein in meiner Amtszeit hat sich diese Frage schon hin und her verschoben, wenn ich nur daran denke, dass wir eine Zeit lang faktisch nur über islamistischen Extremismus gesprochen haben, in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb, zwei Jahren viel über Rechtsextremismus richtigerweise gesprochen haben. Und wir nehmen diesen Kampf entschlossen an, meine Damen und Herren. Der Haushalt bietet die Voraussetzungen dafür, das auch leisten zu können. Dazu gehört neben dem Extremismus Terrorismus, Cyberkriminalität und all die Fragen der Alltagskriminalität, die die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls betreffen. Und, meine Damen und Herren, zu unserem Sicherheitskonzept gehören alle, die einen Beitrag leisten können. Dazu gehört der klassische Bereich der Polizei. Wenn ich an die IT denke, dann gehört eben Hessen 3C, unser Cyberkompetenzcenter, genauso mit dazu, auch ein wichtiger Teil im Bereich unserer Sicherheitsarchitektur. Und natürlich gehört das Landesamt für Verfassungsschutz mit dazu, das Landesamt, das uns zum Teil die Informationen geben soll. Und, lieber Herr Kollege Schaus, Sie sind derjenige, der diese Informationen am lautesten einfordert und hier sich am Rednerpult nicht entblöde zu sagen, es sei eine merkwürdige Behörde. Ich sage, das ist nicht in Ordnung. So können wir weder mit den Mitarbeitern noch mit unseren Behörden in unserem Lande umgehen. Herr Minister, das Wort entblödet höre ich nicht so gern. Ne? Haben Sie Verständnis, dass ich nicht so gern höre? Bitte um Entschuldigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir statten die Polizei bestmöglich aus, personell, materiell, technisch. Das ist hier gerade eben schon angedeutet worden. Dass wir im Bereich des Kampfes gegen den Extremismus und Terrorismus mit moderner Technik auch an den Start gehen, das verbinden Sie mit den Arbeitstechniken bei Hessendata, Hessenwahn, der Innovation Hub ist hier schon angesprochen worden, KLB Operativ. Das sind alles moderne Werkzeuge, die wir weiter entwickeln wollen. Es kommt in dem nächsten Jahr eine Forensik-Plattform für den Kampf gegen die Kinderpornografie. Kommt noch hinzu, meine Damen und Herren. Wir sind nicht nur entschlossen, sondern wir sind auch modern. Wir sind auf der Höhe der Zeit. Dank dieses Haushaltes werden wir das auch im Jahr 2021 sein, meine Damen und Herren. Und wir sind konzeptionell gut. Wir sind gut. Das sind die Bürgerinnen und Bürger, können es ablesen in Statistiken, bei der polizeilichen Kriminalstatistik. Es ist aber auch so, meine Damen und Herren, dass die Kommunen dankbar sind in einer großen Anzahl, dass wir auf sie zugegangen sind mit einem besonderen Projekt Kompass. Ich will das nicht vertiefen, will nur den Hintergrund sozusagen noch einmal aufgreifen. Die Kommunen sind dankbar dafür, dass wir uns der Frage subjektives Sicherheitsgefühl in diesem Lande so annähern, wie wir das im Moment machen. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Sie sollen uns selbst sagen, wo sie ein Problem in unserer Gesellschaft, in ihren Städten und Gemeinden haben, wo sie Angst haben, wo sie Angstträume verspüren. Das sollen sie sagen. Das wollen wir gemeinsam sozusagen feststellen, um dann darauf reagieren zu können. Jeder an seiner Stelle. Die Polizei leistet ihren Beitrag, aber die Kommunen eben auch. Und nicht, weil sie das müssen, sondern weil sie es wollen für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und wir geben ihnen die Plattform dafür. Und auch dafür will ich mich sehr herzlich bei allen, die das in der hessischen Polizei leisten, bedanken. Es dient am Ende der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Wir bieten hier mit diesem Haushalt auch die Möglichkeiten, das so durchzuführen. Und wir sind, meine Damen und Herren, eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Das ist eben schon angesprochen worden, worauf ich sehr stolz bin, das will ich sagen. Worauf aber auch die Beamtinnen und Beamten
Und da bin ich mir sicher, auch selbst sehr stolz sein können, weil die nämlich mit ihrer Arbeit genau diese Erfolge jedes Jahr wieder neu erreichen. Meine Damen und Herren, wir haben vielfältige Herausforderungen. Der Bereich Extremismus und Antisemitismus ist hier angesprochen worden. Ich will Sie nur darauf hinweisen, dass wir im Bereich gerade des jüdischen Lebens, das einen besonderen Schutz dieses Staates verdient, dass wir gerade dort erheblich auch in Schutzmaßnahmen investieren, um deutlich zu machen, jüdisches Leben in Hessen genießt den Schutz des Staates, und wir tun alles dafür, damit das auch gewährleistet wird. Ich hoffe, wir haben auch einen Puffer, Herr Präsident. Ich habe gesehen, meine 10 Minuten sind abgelaufen. Ich will zwei Punkte noch ansprechen. Das ist der Bereich des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren. Die Zahlen sind hier genannt worden. Wir können glücklich sein, dass wir auf solche Strukturen zurückgreifen können. Wie sonst hätten wir in den letzten Wochen Impfzentren aus dem Boden stampfen können, wenn wir nicht einen hervorragend ausgestatteten Katastrophenschutz in diesem Lande hätten, der sozusagen sofort einsatzbereit war, sich darum gekümmert hat und wir in dieser Woche sagen können, der Auftrag, 26 Impfzentren aufzubauen, der ist bereits sozusagen erfüllt worden. Und insofern tun wir gut daran, dass wir auch weiterhin in diese Strukturen investieren. Es ist gut investiertes Geld, meine Damen und Herren. Und dann will ich den letzten Punkt, das ist die Frage des Sports. Also, meine Damen und Herren, wie man anhand des Haushaltes uns hier einen Vorwurf im Bereich des Sports machen möchte, also da muss man schon wirklich, da muss man sich schon viel einfallen lassen. Also, ich sage mal, Sie können uns nicht den Vorwurf machen, dass wir die Pandemie erfunden haben, um am Ende Sportvereinen zu schaden. Aber da die Pandemie da ist, haben wir Sportvereinen geholfen, und zwar in einem Umfang, wie wahrscheinlich in keinem anderen Bundesland, jedenfalls mal relativ, meine Damen und Herren. Wenn ich mir anschaue, was wir bei der Corona-Vereinsförderung gemacht haben, wir haben alleine 1,3 Millionen Euro in über 500 Vereine hineingesteckt, damit sie ihre Arbeit weitermachen konnten, trotz der pandemischen Grundbedingungen. Das ist doch ein Erfolg, den wir hier geleistet haben. Und ich sage Ihnen eins, der Sport ist uns genau dafür dankbar, dass wir das so gemacht haben, und zwar genauso unbürokratisch, wie wir das aufgesetzt haben. Das geht um die leistungssportfördernde Vereine. Es geht am Ende um die Darlehen für die auch für die Profis, die auch große Schwierigkeiten hatten, und zwar nicht erste und zweite Bundesliga, sondern die, die drunter waren, und nicht nur der Fußball, sondern eben auch der Basketball, auch der Handball und so weiter. Wir haben uns darum gekümmert. Wir haben den Sport eben gerade nicht alleine gelassen, meine Damen und Herren. Und insofern wäre hier, liebe Kollegen, mehr Lob angemessen gewesen, als das gerade eben hier vorgetragen wurde. Und ich bin mir sicher, dass, wenn Sie insbesondere die Verbände fragen, dann werden die ebenfalls sagen, dass sie hoch dankbar sind für das, was wir in den vergangenen Wochen gemacht haben. Alleine mit unserem Sonderförderprogramm für die Verbandsförderung konnten wir die Sportverbände, die große Sorgen wegen der Pandemie hatten, weil sie unter vielerlei Gesichtspunkten Einnahmeverluste hatten, höhere Ausgaben hatten. Wir haben, meine Damen und Herren, 45 hessische Sportfachverbände unterstützen können. Wir haben dort insgesamt einen hohen Millionenbetrag investiert, um dafür Sorge zu tragen, dass die Verbandsarbeit im Sport eben auch weitergetragen werden kann. Meine Damen und Herren, wir haben unsere Hausaufgaben aktuell gemacht, und wir haben mit diesem Haushalt dafür gesorgt, dass wir sie auch im Jahr 2021 machen können. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Damit haben wir den Einzelplan 03, das Ministerium des Innern, für Sport beraten.